Hallo, hallo, ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu Let's Play Goodbye Deponia. Ich muss Wir mal. müssen mal Schon auf die Toilette. Wir wieder? springen wieder mit einem Aber Dialog verplemper nicht ein. wieder so viel Klopapier. Ja, Wir haben das Lager schon aufgelöst. Das mag man wenn das keine Mutter. Ich will in eine saubere Zelle. Ich fühle mich nicht gut. Ich will raus. Ach, ach dann stör nichts. Auch nicht. Dann stör auch nicht. Okay. So geil, wenn dann wieder rauskommt, der Meister. Was haben wir denn da? Einen Ein Klostein. Klostein, das erinnert mich schon an zuvor, wo wir die Pastete für Boso gemacht haben. Das erinnert mich klar daran. Zahnpasta genauso. Zahnbürste eben nicht. Nö. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Dann wollen wir doch mal gucken. Einen Kaffee, einen Bagel. Ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade. Stößt ja gegen die Genfer Konvention. Genfer Konfitüren. So. Ups, haben wir auch so einen Putzi. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? So was. Staubbeutel. Okay, tschüss Putzi. Wir haben wieder Staub. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Ja, wie gesagt, wir haben dasselbe Rezept wie zuvor. Pfeffer. Davon muss man riechen. Vom Staub muss man husten, von der Zahnpasta muss man... bekommt man eine blaue Zunge und vom Klostein muss man brechen. Nein, umgekehrt, oder? Nein, der für die Zahnpasta bekommst du Fieber. Okay. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Es könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel. Ja, eigentlich hat Rufus gerade fucking Glitis outsmartet. Outsmartet. Ich meine, er glaubt, er outsmartet sich selbst, aber... Was hast du getan, du widerwärtige Kanalbazille? Hast mich vergiftet! Bravo! Bravo! Überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Okay. ja, Zirwort. Wie? Ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Was ist das denn? Verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften! Als ob's das im... Nice. Das war ja einfacher, als ich's mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Das ist in der Tat schade. Die Verfolgungsjagd, die wäre natürlich geil gewesen. Kann man nichts machen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Können wir den irgendwie ausziehen? Ja, er schläft wie ein Baby. Ja. Was genau genommen noch besser so ist. Okay, Skyline. Tatsächlich glaube ich, könnten wir probieren jetzt zu der Therapie Proxy zu gehen. Den beschwerten Flyer. Ach so. Hat der Hangman Deathproof die Schlaufen? Erst seit der, aber ab so. Interessant. Okay. Wir wollen den Therapeuten damit ja, abschießen. Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Und ich bezweifle, dass ausgerechnet er bereit ist, sich helfen zu lassen. Es stimmt wohl, was man sagt. Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Ich behalte die Idee auf jeden Fall im Hinterkopf. Okay, geht immer noch nicht. Egal. Dann gehen wir hier hin und gucken uns erstmal um. Was? Wir haben eine Abdeckung.
hier ist ein Terminal. Okay, Antragsformular. Antragsformular 27-Wurf. Antrag auf A. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen IRG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal. Wir wissen ja, das einzige Wort mit IRG ist Türklau. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG. Okay, wir können beantragen gar nichts, weil das alles ein IRG braucht, aber wir hatten IRG, nämlich so der Rufus. Was werde ich denn mal beantragen? Wir können eigentlich nur Holler 55 machen, weil das IRG fehlt. Holler-55. So. Dann haben wir dies. No. Wir haben aber noch kein Rohrposting, oder? Nee. Können sie nicht einfach so reinstecken. Okay, die Tür geht nicht auf. Das wäre zu einfach. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Ha, Ulysses wollte den Organ Kommando. Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Stimmt, ja, das ist nicht das smart, ist dumm. Ja. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er aber ich finde es ziemlich nobel von Argus, theoretisch, dass er... Ein weiteres Problem, ich meine, du willst ja 11.000 Leute, du bist genauso ein Klon wie die. Du willst die ja dann retten. Hey, Janosch! Stör ich? Rubusch, welch eine Freude, dich zu sehen. Welch eine Freude, dich zu sehen. Rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Das ist Cowboy Dodo. Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen Cowboy die Unterdrückung. Dodo. Das ist Rubusch. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unsere Namen gemerkt. Ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ergattern kann? Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rück mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß bin ja auch nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten... Vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbelhain. Also vergiss es. Also ich verlange cool, eine neue das Auszählung. Ist, es fehlt Dodo nämlich noch mehr. Ich bin sofort zurück. Ja, das zeigt schon irgendwie ein bisschen größer. So gesehen. Moin. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Kann ich mir den Schraubenzieher ausbauen? Na klar. Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas nie von was dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Friteuse. Art Katzenklo verwandelt. Katzenklo. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Bis später. Der macht das gleich. Aber wir müssen noch alle Janosch-Dialoge machen, das ist schon klar fast. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mhm. Den Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf.
lässt sich das schwer bieten. Ich hoffe, dann kommt bald mal was. Aua. Eine Leere. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Der Schraubenzieher ist hin. Hey. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Okay, wir haben jetzt das. Wir könnten jetzt jedes Mal einen neuen Schraubenzieher beantragen. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich gerade nicht. Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Rutland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich Dann habe wähle die Pläne ich selbst, des Organon Cowboy aufgedeckt. Dodo. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ha! Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Warte hier, nicht weggehen. Super cool. Jetzt haben wir Cowboy Dodo gegen uns. Der einzige Mensch, der mir je etwas bedeutet hat in diesem ganzen Universum. Die Welt ist grausam. Naja. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, jetzt kommt einfach ein Schraubenzieher zum Glück, oder? Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Fun Fact, wir haben einen Schraubenzieher kaputt gemacht, damit wir einen Schraubenzieher bekommen. Lustig. Ich meine, das war nicht die ganze Geschichte. Wir können ja dann noch mehrere Formulare einreichen. Jetzt können wir nichts machen, weil wir können nicht drüber gehen, weil da würde uns Cowboy Dodo den Weg versperren. Hier ist jetzt auch schwer. Wir haben nur die Antenne. Mit der könnten wir vielleicht die Sicherung beeinflussen. Antenne. Also wenn ich sie damit nicht rausbekomme, möchte ich Humpelfried heißen. Hey, so. Die Dinger sind... Jetzt heißt du Humpelfried. Aua! Und Tischdecktote. Da gehört eine Sicht... Oder wahlweise. Okay. Wir können jetzt den Strom wieder aufschwingen. Müssen wir vielleicht links unten... Steckplatz? Da gehört eine Sicher... Oder Wahl... Obere Steckdose. Aua! Aua! Aber warum ist nur der Strom... Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den... Dann würde sie bestimmt... Ah, warte, können wir den Rusty die Antenne geben? Er hat schon eine Antenne. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Sicher darf man das. Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Hat noch keinen geschadet. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Ah! Aua. Aua. Sagtet ihr was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Okay, nur dann, wenn die Kinder das sagen. Können wir die Sicherung nehmen? Ja, können wir. Das ist schön. Schön, schön, schön. Die gehört in den Steckplatz nebendran. Achso, sorry. Und jetzt? Was ändert sich jetzt? Und was? Frage ich Sie! Es ist viel zu dunkel. Ach so, ja, okay, nein, ich weiß schon, für was das ist. Das brauchen wir später. Laterne.
Da kann man aber nichts machen. Nein, komm nicht. Okay. Nur ein Ei war da noch. Aber ich glaube, in der Kanalisation sind wir erstmal fertig. Weil wir brauchen diesen Schlafplatz, um in die Taverne zu kommen. Und der Türsteher lässt uns ja nicht vorbei. Wir brauchen die Kurbel, die wir für 5 Slotties bekommen. Dass wir den Heizstrahler. Aber das ist ja irgendwo ein Widerspruch. Wenn wir einen Heizstrahler bekommen, wenn wir die Nukleinsäure haben und somit auch die 5 Slotties. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Achso. Okay, aber wir brauchen auf jeden Fall da irgendwas Gescheites mal. Der ist am Sand, den roten Rufus. Bei dem können wir sicher noch irgendwas machen, das wir gesehen haben. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.